Auch von mir noch einmal einen guten Morgen und einen gesegneten Gottesdienst. Ich möchte zu Beginn den Predigttext vorlesen. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ostern ist noch nicht so weit weg. Und dieser Satz, der ist mir sehr, sehr eindrücklich geworden und hat mich auch beim Lesen in anderen Büchern sozusagen dazu inspiriert, heute über diesen Text zu predigen. Ich möchte heute also gerne über die letzten Stunden Jesu am Kreuz, über seine Verzweiflung, seine Erfahrung, über die Verborgenheit Gottes dort am Kreuz sprechen. Und was diese Situation mit dem Hier und Jetzt ganz speziell mit uns damit verbindet. Wer hat solche Worte, wie Jesus sie dort am Kreuz herausschreit, aus tiefster Seelennot und Qual, auch schon verwendet, sie im eigenen Leben benutzt? Wahrscheinlich nicht in einer so höchst dramatischen Situation der Hinrichtung, wie es bei Jesus war. Und wahrscheinlich auch nicht ganz so laut und öffentlichkeitswirksam. Aber ich glaube, die meisten von uns haben mit Sicherheit herausfordernde Lebenssituationen, wie Situationen der Hilflosigkeit, der Verlorenheit oder auch der Gottesferne hinter sich. Damit meine ich Momente oder längere Zeitabschnitte, in denen Gott weit entfernt scheint, Gott für uns nicht zu existieren scheint, in denen in meinem Leben von seiner guten Führung, seiner Bewahrung nichts zu bemerken ist. Ich denke, das kennt fast jeder. Denn leider wird unser Leben nicht nur durch Sonnenschein bestimmt, auch wenn mir das persönlich mehr gefallen würde. Solche Tage, Zeiten, Monate bis gar Jahre, zum Beispiel von Trauer oder des Verlustes, kommen nun mal immer wieder in unserem Leben vor. Es gibt sicherlich Angenehmeres, über was man predigen könnte, aber so ist unser Leben. Ich durfte Menschen kennenlernen, von diesen Menschen lernen, die schrecklichste Dinge erleben und auch ertragen mussten, von denen ich gar nicht weiß, wie sie das tragen konnten. Ich denke da gerade daran, der Tod von einem eigenen Kind trifft so existenziell, so schmerzhaft und so brutal, wie kaum etwas anderes noch Vorstellbares. Auch durch meine Arbeit im Rettungsdienst oder in der Feuerwehr bin ich zwangsweise mit Schmerz, Krankheit, Tod konfrontiert. Aber auch mit den glücklichsten Momenten des Lebens, wie zum Beispiel einer Geburt oder auch der Rettung aus tiefster Not. So frage ich euch, was kann uns Menschen, uns ganz persönlich zum Schreien bringen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um das vielleicht etwas deutlicher zu machen, möchte ich Ihnen gern aus dem Psalm 22 etwas auszugsweise vorlesen. David findet dafür schönere und treffendere Worte, als ich sie hören könnte. Psalm 22, David schreibt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Du aber bist heilig. Du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber
bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nahe, denn hier ist kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben sich gegen mich umringt. Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz in meinem Leib ist wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und des bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. So David in seinem Psalm. Vielleicht konnten Sie sich wiederfinden in einigen von den Versen Davids. Und wie ich schon zu Beginn fragte, kennen Sie solche Worte, solche Gedanken in Ihrem Leben? So wie David sie auch beschreibt. David ist in seiner Situation ganz offensichtlich einsam. Er fühlt sich verlassen und allein mit seinen Sorgen und Nöten. Er durchlebt eine Zeitspanne der Kraftlosigkeit und Hilflosigkeit. Aus seinem eigenen Ermessen ist wohl kein Ausweg zu erkennen. Wir hier müssen keine Verfolgung durch andere Menschen erleiden, wie David es in seinem Leben erleben musste. Aber wenn ich so nachdenke, da fallen mir gleich andere Beispiele ein. So in unserer Welt, in unserer Zeit. Zum Beispiel Zeiten der Krankheit. Wir sind von Krankheit oft beherrscht. Und leider sind wir immer noch vielen Krankheiten fast hilflos ausgeliefert. Und erleben dies auch viel zu oft in Familie und Bekanntenkreis. Und die Erwartungen an die Medizin und das medizinische Personal sind gleichzeitig unerreichbar groß. Das muss ich oft in meinem Berufsalltag erleben und kann da eigentlich nur um Gnade für uns bitten. Heilen kann nur Gott. Wir können etwas unterstützend wirken und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Die moderne Medizin ist ein großer Segen, aber eben nicht Gott selbst. Und es ist nicht gut, Ärzte in Götter und Weiß anzusehen und sie so in eine Position zu bringen, welche sie gar nicht erfüllen können. Auch uns Schwestern nicht. Ich glaube, ich könnte da noch mehr Bereiche aufzählen, in denen sie sich selbst wiederfinden werden. Denn je mehr die Länge unseres Lebens zunimmt, umso öfter mehren sich da oft auch die Zeiten der Not. Auch im Leben von Jesus Christus war es nicht immer einfach gewesen. Und damit meine ich nicht nur seine letzte Zeit am Kreuz, um die es ja heute ganz insbesondere geht. Von seiner Kindheit und Jugend ist kaum was bekannt. In unserer Bibel beginnen die Berichte, da ist er ca. 30. Wir wissen, dass er nicht gerade in einer sehr reichen Familie aufwuchs und schon früh durch seine ungewöhnliche Geburtsgeschichte ein eher negatives Aussehen erregte in den frommen Kreisen. Doch als die Bibel beginnt, beginnen auch schnell Berichte von Anfeindung bis zur Verfolgung, Abwertung und Mordabsichten gegen sein Leben. Der zu Beginn der Predigt vorgelesene Bibeltext, sein Schrei am Kreuz, soll einer seiner letzten Sätze gewesen sein. Am Ende eines noch sehr jung und abrupt endenden Lebens.
Nun, wir Christen wissen, Gott sei Dank, wie es weiterging mit Jesus. Nach seiner Auferstehung, mit seiner Auferstehung, dass es eben kein abruptes Ende war. Und was das alles für uns Menschen verändert hat. Aber heute möchte ich mich nun eher mit seinen letzten Stunden, insbesondere mit dem, was er erlebte, beschäftigen. Da dies, wie ich meine, immens wichtig für uns ist und für mein Leben ein ganz besonderer Trost und Kraft ist, etwas ist, was mich wirklich mit richtiger Freude erfüllt. Und das ist es, was ich Ihnen heute auch gern mitteilen möchte. Der Sinn und Inhalt meiner Predigt. Doch zunächst gilt es zuvor, sich kurz mit der menschlichen und göttlichen Seite im Leben zu beschäftigen. Jesus schreit also am Kreuz nach Gott, ruft nach ihm und fragt, warum Gott ihn verlassen hat. Ich finde, das ist eigentlich ganz unglaublich. Jesus Christus soll von Gott verlassen sein. Wie, frage ich mich. Wir Menschen erleben das, glaube ich, häufiger, als uns lieb ist. Diese Gottesferne, mehr, als wir auch vielleicht zugeben wollen, dass Gott für uns verborgen bleibt in bestimmten Zeiten unseres Lebens. Aber Jesus selbst, wenn wir uns an die gerade vorgelesenen Worte im Psalm von David erinnern, können wir einen Einblick von Davids Verzweiflung, seiner Ohnmacht und von seiner Zerbrochenheit gut erahnen. Und das kann ich persönlich auch viel besser verstehen und nachvollziehen. Obwohl David in der Bibel als ein Mann nach Gottes Herzen bezeichnet wird, ist und bleibt er doch ein ganz normaler Mensch. Ein Mann nach Gottes Herzens ist wirklich eine herausragende Bezeichnung. Auch Davids Vertrauen auf Gott wird uns immer als Vorbild dargestellt. David ist vom Geist Gottes erfüllt. Er wirkt sogar prophetisch, so in seinen Psalmen. Aber David, das sehnt sich sein Leben lang nach Gott, nach seiner Nähe und sucht diese Nähe immer wieder mit all seiner Kraft. Aber er verliert sie auch immer wieder, diese so wertvolle Nähe zu seinem Gott, immer wieder in seinem Leben. Einer dieser Lebensabschnitte wird der Ehebruch mit Bathseba und der anschließende Mord an ihrem Mann sein. Auch David scheitert, wie so manch einer von uns, an seinen eigenen Trieben und Wünschen und dem Versuch, diesem eigenen Leben voranzutreiben und sich so durch die eigenen Entscheidungen von Gott selbst zu entfernen. Aber immer wieder sucht David seinen Gott. Er vermisst die Nähe zu seinem Gott. Er ringt mit all seiner Kraft um den Heiligen Geist. Bei Hiob, einer anderen großen Persönlichkeit in der Bibel, liegt die Situation etwas anders. In der Bibel selbst wird Hiob grundsätzlich als fromm, rechtschaffen und gottesfürchtig dargestellt. Wieder jemand, der uns als gutes Vorbild dienen kann. Als Hiob schließlich alles verliert, alle seine Kinder umkommen, sein Leib mit Krankheit geschlagen wird, verflucht Hiob sein Leben und sehnt sich nach dem eigenen Tod. Das ist sehr verständlich, finde ich. Hiob ist vollkommen verzweifelt, hadert mit seinem Schicksal, aber auch mit Gott. Er sieht sich schuldlos unter Gottes Zorn, dem er nicht entrinnen kann und dem Zorn nichts entgegensetzen kann. Aber niemals wird es sich Hiob direkt gegen Gott auflehnen, Gott beschuldigen, aber seine Anklage Gott gegenüber dringen meiner Meinung nach durch seine Reden durch. Hiob sieht Gott unendlich weit entfernt. Ein Gott, der Hiob von Weitem aus beobachtet und straft. Im Kapitel 9, die Verse 11 bis 16, erklärt Hiob, dass seine Worte gar nicht bis zu Gott dringen können. Gott hört Hiobs Worte gar nicht. Gott ist unerreichbar weit entfernt. Kein Kontakt zu diesem Gott ist für Hiob möglich. Ich finde, das ist eine sehr beklemmende und wirklich angstmachende Vorstellung, solch einen Gott haben zu müssen. Trotz allem sieht sich Hiob immer im Recht. Später bekennt Hiob sogar seinen ganz bekannten Satz, den wir oft in der Kirche hören
Kapitel 19, 18 bis 20. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ein Vers weiter. Und so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Und meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Auch Hiob hofft die ganze Zeit auf seinen Gott, auf das Erbarmen Gottes über seine Situation. Schlussendlich darf er erkennen, im Kapitel 42, Vers 5, dass er Gott nur über Dritte gekannt hat. Ihm fehlte die nötige persönliche Beziehung zu seinem Gott. Er musste Gott und sein Handeln falsch einschätzen. Ich denke, heute ist es noch genauso. Wir können durch unsere Lebensführung uns von Gott selbst entfernen. Wir können eigene Wege gehen, ohne Gottes gute Führung zu nutzen. Denken wir zum Beispiel an das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ich denke, das macht es uns allen sehr gut deutlich. Wir können die Herde Gottes verlassen. Aus der Bewahrung und Führung des guten Hirten flüchten. Gott sei Dank geht uns dieser Hirte sogar nach. Er sucht uns, wenn wir uns denn finden lassen wollen. Ich denke, das Entfernen von Gott ist zumeist ein ganz allmählicher Weg. Damit ist, glaube ich, nicht die große Tatsünde gemeint, also der plötzliche Bruch mit Gott durch eine begangene Tat, sondern mein ganz allmähliches und alltägliches Leben, in dem Gott kaum oder keine Rolle mehr spielt. Damit meine ich, dass ich zumeist allein entscheide, was mir passt, was ich will, dass ich mein Leben eben für mich lebe, allein. Aber ich frage Sie, warum nicht im ständigen Gespräch mit Gott alles besprechen, mit Gott wirklich meine gesamte Zeit verbringen? Ist das zu anstrengend oder ist es etwa nicht im Alltag umsetzbar? Ich denke, eine Beziehung muss wachsen und darf wachsen. Eine Beziehung muss gelebt werden. Und das ist im gewöhnlichen Leben nichts anderes. Wenn ich nur weiß, dass meine Frau da ist, aber ich nicht mit ihr zusammenlebe, spreche, Anteil an ihrem Leben nehme und sie an dem meinen, ist das weder eine Beziehung noch eine Ehe. Und ja, es ist anstrengend, Beziehung zu führen. Es fordert uns heraus, Beziehung zu leben, aber es ist grundsätzlich möglich. Also, beginnen Sie doch mit kleinen Schritten im Alltag. Man kann nicht die ganze Welt sofort anreißen, aber mit beständigen Schritten. Leben Sie die Beziehung zu Gott, Ihrem ganz persönlichen Herrn. Keine eigene Beziehung zu Gott zu haben, kann also ganz schleichend geschehen. Oder sogar, ich denke, wie es bei Hiob war, auch einfach gewohnt sein. Und das ist das tatsächliche Problem einiger. Bei manch einem wurde nie erst eine persönliche Beziehung aufgebaut. Man wächst sozusagen damit hinein. Von der Gemeinde, dem Pfarrer, kann ich zwar Informationen über Gott erhalten, die man auch glaubt, annimmt, sogar umsetzt im Leben. Aber es war eben nur ein Hörensagen von einem fernen Gott. Und dieser ferne Gott wird im eigenen Leben dann nicht sprechen können. Erst recht nicht in Zeiten der Not und der Krisen. Wenn man ein plötzliches Gespräch beginnt, also ein Gebet, und schnelle Hilfe und Antwort erwartet, er bleibt ein ferner und fremder Gott. Natürlich, wenn Gott gnädig ist und aus der Wolke, wie es bei Hiob war, zu uns spricht, sich machtvoll offenbart, kann er die Situation ändern. Natürlich, und das will ich auch gar nicht bezweifeln, dass Gott das auch heute noch tut. Aber ich meine, so oft spricht wohl Gott dann doch nicht aus der Wolke zu jedem Einzelnen persönlich. Aber was ich weiß ist, dass Gott mehr als gnädig ist und dass er zu uns spricht, tatsächlich zu jedem Einzelnen, nur auf eine andere Art und Weise, nicht laut aus der Wolke. Er hat sich dazu extra in menschlicher Gestalt offenbart, hat sich nahbar gemacht, klein gemacht, und vor allem erlebbar gemacht in Jesus Christus. Nun kommen wir wieder zu der Frage zurück. Wie kann Jesus selbst, der Herr der Herren,
an Gottes Ferne verzweifeln. Wie kann Jesus selbst am Kreuz in seiner schlimmsten Stunde von Gott verlassen sein? Der Sohn Gottes schreit laut am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und stirbt kurz darauf. Ja, viele werden jetzt sicherlich sagen, Jesus trägt zu dieser Stunde die Sünde der Welt auf den Schultern. Unsere Sünden, meine ganz persönlichen Sünden. Und Sünde trennt nun mal, so wie jeder weiß, den Menschen von Gott. Und so ist Jesus in seinen Todesqualen an diesem schrecklichen Hinrichtungswerkzeug angenagelt, ganz allein, ohne seinen geliebten Vater. Trotz allem frage ich mich, was kann stabiler sein als die Dreieinigkeit Gottes, zu der Jesus ja dazugehört? Als die Beziehung stabiler Jesu zu Gott, zu seinem Vater im Himmel? Denn die schiere Abhängigkeit zur Nähe Gottes, zu seinem Willen, wird in den Evangelien immer wieder bezeichnend aufgeführt. Und doch scheint nun Jesus in seiner schlimmsten Zeit auf Golgatha allein. Von seinen Lippen kommen hier keine Vorwürfe und keine Anklage Gott gegenüber. Aber seine Verzweiflung über diese empfundene Gottesferne, die ist sehr spürbar. Eigentlich nicht nur spürbar, er schreit sie heraus. Er, der alle Macht hatte, Kranke zu heilen, Naturgewalten zu befehlen, das Unmögliche zu tun, wie Tote aufzuerwecken, ist nun hilflos und erlebt Gottes Ferne. Gott ist für ihn verborgen. Das, woran so viele von uns Menschen verzweifeln, sich die Frage stellen: Wo bist du, Gott? Oder sogar an der Frage zerbrechen, da muss man ehrlich sein: Hier ist kein Gott, der hilft. Nun, meine Antwort darauf, mein eigentlicher Punkt, der mich so begeistert, dass ich diese Predigt heute halte. Genau hier, genau in dieser Stunde und genau in dieser Situation ist mein Gott da, der hilft. Er ist nicht fern. Jesus hat für alle und alles am Kreuz bezahlt. Für alles am Kreuz gelitten, das wissen wir. Er hat unsere Sünden ans Kreuz gebracht und noch mehr. Er hat meine Gottesferne ans Kreuz gebracht und auch dafür bezahlt. Gott selbst in Jesus Christus erleidet, erfährt und trägt die Verborgenheit Gottes am Kreuz. Das ist unglaublich, finde ich. Überlegt euch nur, es steht in der Bibel geschrieben, dass Jesus ein Priester ist, der alles nachempfinden kann, was uns geschehen mag. Wirklich alles, auch die Verborgenheit Gottes in unserem Leben. Im Hebräerbrief 2, die Verse 17 bis 18 steht daher: Daher musste er an allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selbst gelitten hat, also Jesus, und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und weiter im Hebräer 4,15: Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. So hat Gott in Gestalt seines Sohnes Jesus Christus sogar die Gottesferne erfahren, getragen und schlussendlich bezahlt. Gott hat Beziehung zu ihm wiederhergestellt und das ganz vollkommen. Wir müssen die Gottesverborgenheit, also die Ferne zu Gott, nicht mehr selbst ertragen. Wir haben alle den Heiligen Geist zugesprochen bekommen und die Zeiten der Gottesferne sind vorbei. Sie sind bezahlt. Ich weiß, wir erleben da oft etwas anderes im Leben. Wir vermissen Gott. Wir alle haben ein Loch im Herzen, wie es so heißt. Ein immer ungestilltes Bedürfnis nach der Nähe Gottes in unserem Herzen, das wir aber leider oft mit anderen Dingen, nichtigen Dingen, zu füllen versuchen. Aber kennen Sie das Gedicht Spuren im Sand? Das ist ein ganz, ganz tolles Bild. Nicht aus der Bibel, aber es beschreibt wunderbar unser Leben mit
Und ich betone, weil das so, so wichtig ist, unser Leben mit Gott. Dazu haben sie alle eine Karte auf ihrem Stuhl gefunden. Dort ist dieses Bild etwas illustriert. Es ist eine Amerikanerin, eine Christin, die sozusagen einen Traum hatte. In ihrem Leben hat sie viel über Gott nachgedacht, ihr Leben mit Gott bedacht. Und dazu möchte ich Ihnen das Gedicht vorlesen. Fußspuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinem Auge vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen meinen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht in Nöten und in Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns bewusst sind, dass wir nie tiefer fallen können als in die Hände Gottes. Und dort, wo wir meinen, in unserem Leben nur eine Spur zu sehen, wenn wir uns zurückdrehen, dass uns der Herr trägt. Amen.